For nearly a quarter of a century, the name has been a byword. The world's most versatile vehicle. Rugged, made for hard work. This is Land Rover. Engineered to withstand the toughest stress and strain, this is the vehicle that takes you where other wheeled vehicles dare not go. This is... Yo! Land Rover. Herzlich willkommen von der Fähre, von der GNV Crystal auf dem Weg nach Tunesien. Ich fahre nie wieder Fähre ohne ein Zimmer, habe ich mir gesagt. Und das ist eigentlich ganz cool hier. Und ich zeige euch jetzt mal die Fähre. Irgendwann muss der Defender halt einfach in die Wüste. Und da ist Tunesien, glaube ich, ein ganz gutes Ziel. Für die 860 Kilometer quer übers Mittelmeer braucht unsere Fähre 28 Stunden. Afrika ist also eigentlich gar nicht so weit weg. Von Süddeutschland kommt man ganz entspannt an einem Tag mit dem Auto nach Genua, fährt auf die Fähre, übernachtet dort, dann noch ein entspannter Tag an Bord und schon ist man in Tunesien. Ich bin natürlich nicht alleine auf dem Weg nach Tunesien, aber mit wem ich hier unterwegs bin, das werdet ihr gleich erfahren. Jo. So, wir sind auch schon angekommen und jetzt teilen wir uns auf. Mein Auto steht nämlich woanders. Hier sind übrigens Lukas und Christine. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns gleich wiederfinden werden. Gut, bis später. Ciao, bis später. So, vier Sachen, die man bei der Einreise mit dem eigenen Auto nach Tunesien beachten muss. Erstens müsst ihr euch im Klaren sein, dass ihr euch, wenn ihr einreist, fragt, ob ihr schon so Hotelbuchungen habt oder Reservierungen. Und dann müsst ihr euch dann schon einen Plan zurechtgelegt haben, zu wissen, wo fahrt ihr hin ungefähr. Und dass ihr zum Beispiel sagt, ja, ihr habt irgendwie schon mal einen Campingplatz angerufen und ihr könnt da einfach hinfahren und ihr braucht auch keine Reservierung und so. Dann sollte das mehr oder weniger kein Problem sein. Die Beamten hatten dann meinen Reisepass mitgenommen, waren damit irgendwie eine Weile unterwegs, haben noch jemand anderen dazugeholt und so. War am Schluss dann kein Problem. Punkt 2, Versicherung. Die meisten europäischen Versicherungen versichern nicht mehr in Tunesien. Man konnte damals noch so einen grünen Versichertenschein sich ziehen von der Versicherung. Der ist mittlerweile erstens weiß, zweitens steht da meistens Tunesien nicht drin, beziehungsweise ist ausgekreuzt. Man kann sich am Hafen in Tunis eine Versicherung holen, eine tunesische Versicherung. Da muss man sich aber auch im Klaren sein, dass man die nur auf dem Hafengelände holen kann und dass die nicht mehr gibt, sobald man vom Hafen runterfährt. Also ganz wichtig, unbedingt, bevor man aus dem Hafen rausfährt, sich diese Versicherung holen. Dritter Punkt, man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Man wird da wirklich so ein bisschen von einem Beamten zum nächsten gereicht und von einer Station zur nächsten. Es sind eine Menge Stationen. Ich war mindestens bei 5, 6 Leuten oder so. Dann füllt man den einen Zettel aus, gibt den Zettel dem anderen. Der trägt den Zettel in den Computer ein, macht einen Stempel drauf, dann geht man zum nächsten. Der unterschreibt dann da nochmal drauf, also es ist irgendwie relativ unübersichtlich. Aber das geht schon, man wird da schon mehr oder weniger durchgeführt. Also die haben ja auch Interesse daran, dass man irgendwann das Hafengelände verlässt. Und vierter Punkt, rechtzeitig Bargeld abheben bzw. eintauschen gibt's am Hafen auch direkt. Geldautomaten oder so Tauschbörsen von Banken direkt, da hat man dann auch offizielle Wechselkurse. Das ist wichtig, weil zum Beispiel die Versicherung, die kann man auch nur bar bezahlen. Und anscheinend gibt es ganz viele Sachen, die man nur bar bezahlen kann. Zum Beispiel an Tankstellen tanken und solche Sachen. Da sollte man dann genug tunesische Dinar, sind es glaube ich, dabei haben. Und dann wird das schon. Und natürlich nicht den Spaß verlieren. Und es ist echt absolut witzig, was am Hafen da alles rumfährt. Also die Leute nehmen gefühlt ihren halben Hausstand mit und auf dem Dach von ihrem alten Touran oder so. Das ist echt abgefahren. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Und für uns geht es jetzt nach Tunis. Das ist jetzt hier tatsächlich so am Stadtrand von Tunis. Und wir fahren jetzt so in die Stadt rein und schauen uns das mal an. Tunis hat ungefähr 1 Million Einwohner und ist die Hauptstadt von Tunesien. Wir haben uns zuerst eine SIM-Karte besorgt, 55 GB für 15 Euro, echt guter Preis. Und sind dann weiter zum Künstlerort Sidi Bou Said gelaufen. Man merkt schon in Tunis, dass hier sehr viele verschiedene Völker kulturellen Einfluss hatten. Die Geschichte von Tunis ist geprägt von Eroberungen. Berber, Phönizier, Römer, Araber, aber auch Spanien, Osmanen und Franzosen haben ungefähr in der Reihenfolge hier auch Macht ausgeübt.
Im Zweiten Weltkrieg waren sogar kurzzeitig deutsche Truppen in Tunesien. Wer Französisch sprechen kann, ist hier auf jeden Fall im Vorteil. Ich bin damit fast überall echt gut durchgekommen. Und 2011 gab es zum ersten Mal hier freie und demokratische Wahlen. Wir sind dann noch eine weitere Nacht am Strand in Gamat geblieben und so ruhig es am ersten Abend war, so viel mehr war dann am zweiten los. Und irgendwie habe ich mich nicht nur hier, sondern später auch im Straßenverkehr echt wohl gefühlt in diesem geordneten Chaos. Mental kommt man da irgendwie so vom Autostrand in St. Peter-Ording und denkt so, bloß niemand stören, Campen verboten, man ist irgendwie in so einer Abwehrhaltung. Und dann sieht man, wie da jemand einfach die Hand aus dem Fenster hält und quer über eine vielbefahrene Kreuzung wendet oder was hier Ladungssicherung bedeutet. Und irgendwie ist das ganz erfrischend, finde ich. 500 Kilometer sind es ungefähr von Tunis bis zum Anfang von der Sahara und die Landschaft wird langsam trockener. Wir hatten wirklich spektakuläre Stellplätze in der Steppe oder sogar an einem ausgetrockneten Salzsee. Wir befinden uns jetzt ein bisschen südlich von der Stadt Douz und hier geht jetzt die Wüste anscheinend los. Also nicht nur anscheinend, sondern man sieht das auch ganz gut. Hier sind noch ein paar Büsche, aber das soll bald dann auch aufhören. Und ja, wir haben jetzt nicht so einen richtigen Plan. Wir fahren jetzt hier einfach mal Strecken entlang und jetzt wird erstmal Luft abgelassen. Und auf einmal bist du in der Wüste. Man kennt das ja schon von Fotos oder vielleicht auch von Videos, aber wirklich dort zu sein, ist echt ein krasses Gefühl. Die Weite ist einfach heftig und der Sand ist richtig weich und angenehm und trotzdem weiß man, dass man hier ohne Ausrüstung und Wasser wahrscheinlich keine 3 Tage überleben würde. Die Sahara ist ungefähr 26 Mal so groß wie Deutschland und selbst wenn man es schaffen würde, jeden Tag 40 Kilometer zu fahren, was im Sand echt schwer ist, bräuchte man trotzdem mehr als einen Monat, um sie zu durchqueren. Unser Plan ist nicht so wild. Wir wollen von Douz quer durch die Sahara zur Oase Xagilane. Zurück kommen wir dann über eine Straße, aber hin gibt es keine Wege, nicht mal Spuren im Sand. Alleine sollte man sowas nicht machen, aber wir sind 3 Fahrzeuge. Stefan und Jost sind noch mit ihrem Pajero dazugekommen und wir sind ganz gut ausgerüstet, denken wir zumindest.
Wir haben jedes Auto mindestens einmal richtig im Sand versenkt, haben einen Sternschnuppenregen gesehen, Einheimischen beim Fischen mit Stellnetzen zugeguckt, mitten in der Wüste und auch in den Bergen gecampt. Und wir haben es tatsächlich durch die Sahara und wieder zurück nach Tunis geschafft und der Defender hat sich wirklich super geschlagen. Auch wenn es teilweise echt ein bisschen ein komisches Gefühl war, das Auto, in das ich fast ein ganzes Jahr Arbeit reingesteckt habe, mitten in der Sahara im Sand versenkt zu sehen. Aber dafür ist er ja da. So, wieder angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Hier ist ganz schön laut. Jetzt geht's wieder runter von der Fähre und zurück nach Hause. Erste F-Experience. Auf jeden Fall richtig cool. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal. Ich würde sagen, bis dann. Viel Spaß und macht's gut.